Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer, zur letzten und entscheidenden Runde des Achtelfinales zwischen Muffy und Teddy. Die erste Runde hat Muffy gewonnen, die zweite Runde Teddy. Und in dieser Runde kämpft Teddy mit den Echsenmenschen gegen eine Armee der Dunkelelfen von Muffy. Dunkelelfen ist, glaube ich, ein ganz guter Konter gegen die Echsenmenschen durch ihre dunkeldornenden Fernkämpfer, die auf sehr große Entfernung ganz riesigen panzerbrechenden Schaden machen an Monstern wie dem Bastilladon und den Saurus Hornnacken. Wie sieht die Armee von Teddy aus? Die Saurusse haben 1, 2, 3, 4 Regimenter Sauruskrieger mitgebracht, unterstützt von 2 Kroxigoren und einem Bastilladon-Kristall der Wiederbelebung. Kostet 1000 Gold, deswegen zählt es nicht zur Anzahl der Monster zu, und es kann auch Krokgar und der Saurus Hornnacken mit in den Kampf geführt werden. Das ist also völlig in Ordnung. Auch ziemlich viele Fähigkeiten bei Krokgar und dem Saurus Hornnacken. Ne, beim Hornnacken nicht so viel dabei. Ein bisschen was auf jeden Fall. Und hier hinten ist noch ein Skink-Priester mit dem Schwarm der Krähen und der Fähigkeit, einen Manticore zu beschwören. Den sieht man auch recht selten, seit Total War Warhammer 2 rausgekommen ist. An den Flanken sind noch jeweils eine Skink-Kohorte platziert. Und das war es auch schon für die Armee der Echsenmenschen. Klein. Und sie ist auch darauf angewiesen, dass diese Kroxigore, die ich vorher vergessen habe zu erwähnen, durch die Linie der Dunkelelfen zu stoßen. Hier im Wald haben die Dunkelelfen zweimal schwarze Reiter in Vorhut platziert. Schwarze Reiter sind recht schwache Kavallerie. Dafür ist sie schnell und auf jeden Fall in der Lage, den Gegner zu stören. Angriffsbonus von 40 ist auch ganz in Ordnung für so eine leichte Infanterie. Der Rest der Dunkelelfenarmee mit nur 461 Modelle auf der Seite Dunkelelfen, 380 auf der Seite. Also klar, die Einheitengröße ist ja immer noch leider mini. Deswegen stimmt diese Einheitengröße nicht so richtig. Bitte beim nächsten Mal darauf achten, dass die Einheitengrößen stimmen. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 mal Henker von Hargarneth. Und das ist eigentlich eine illegale Armee, da so viele Elite-Einheiten nicht mitgebracht werden können. Die kosten mehr als 1200, deswegen ist 2 das Maximum. Da hinten sind auch zweimal schwarze Garde von Nagarond. Das heißt, es wären zweimal Henker erlaubt gewesen und zweimal schwarze Garde von Nagarond. So ist es ein bisschen viel. Gut, aber niemand hat es reklamiert, und wenn es niemand reklamiert, geht es halt durch. Ne? Deswegen will ich nicht das Tournament anhalten, jedenfalls nicht, solange ihr nicht im Stream seid. Gut, sei es drum. Aber wenn euer Gegner eine illegale Armee mitnimmt, könnt ihr es ihm im Spiel sagen, hat er automatisch verloren. Hier ist es nicht passiert. Im Hintergrund nochmal zweimal Hexenkriegerinnen, die dazu da sind, naja, ein bisschen Schaden zu machen, aber ihre wichtigste Eigenschaft ist es, den Gegner in Randale, in Raserei zu versetzen, dass er sie nicht mehr, befehligen kann. Und Malekith ist auch noch dabei, zu Fuß interessanterweise. Vielleicht wäre es auf dem Drachen gut gewesen, aber dann hätte er gegen die Hornnacken nicht landen können. Beginnen wir mit dem Spiel. Es geht 8 Minuten und die Echsenmenschen bewegen sich auf die Dunkelelfen zu. Eigentlich sind beide Spieler Angreifer, deswegen sollten die Dunkelelfen sich auch auf die Hochelfen zu bewegen. Das wird kein, wenn ich die Armeen so sehe, befürchte ich, dass es nicht so gut ausgehen wird für die Dunkelelfen. Die Henker von Hargarneth werden vermutlich durch die Kroxigore extrem beschädigt, und es ist irgendwie nichts da, um den Saurus Hornhacken, das Bastilladon und Krokgar zu... Netter Angriff, aber Malekith kann darüber nur lachen. Auch wenn es ein paar der Henker mitgenommen hat. Und die Armeen stehen sich gegenüber. Sowas will ich natürlich nicht sehen. Beide Spieler sind Angreifer. Deswegen müssen beide Spieler eigentlich auch angreifen. Aber ich weiß, wenn ihr gerade in so einem Spiel drin seid, kann ich verstehen, wenn ihr darauf nicht so richtig achtet. Aber ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, eurem Gegner zu sagen, hey, beide sind Angreifer. Und wenn niemand die Möglichkeit hat, mit Fernkampf aufeinander zu schießen, greift keiner an. Das Bastilladon hier im Kristall der Videobelebung hat Fernkampfangriff. Das heißt, es kann aus dieser Entfernung auf diese ganzen Henker von Hargarneth schießen. Das zählt als Angriff. Und das heißt, die Echsenmenschen können stehen bleiben, während die Dunkelelfen eigentlich in der Pflicht wären, anzugreifen. Seien sie zaubern, wie sie es gerade jetzt tun. Oh, das hat überraschend viel Schaden gemacht, muss ich sagen, beim Bastilladon des Kristall der Wiederbelebung. Und da ist der Manticore. Da ist der Manticore. Wird allerdings von Malekith absolut in Stücke gerissen. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Ein Angriff fast voll kaputt. Kroxigore, komm rein in den Angriff. Zeig, was ihr könnt. Das hat wieder getan.
Das hat wehgetan. Mit dem Schockangriff schon eine ganze Menge Schaden gemacht. Und die schwarze Garde von Nagaron ist leider nicht in der richtigen Position. Die hätte so platzieren sollen, dass sie die Croxigore abfangen. Aber auch die Henker von Harganeth machen eine ganze Menge Schaden an den Croxigoren, wie man hier sieht. Weil sie alle umrundet sind von diesen Henkern. Die machen starken panzerlosen Schaden. Und das tut ordentlich weh. Allerdings ist Malekith kaputt und nichts ist da, um ihn zu schützen. Er ist zwar nicht groß, aber das hilft ihm jetzt auch nicht. Und so wie es aussieht, hat er sein Schwert verloren und sein Schild und ist damit erledigt. Damit ist auch der Rücken der Dunkelelfen offen. Die schwarzen Reiter dort hinten sind immer noch da, um zu unterstützen. Henker von Harganeth sind schon so gut wie auf der Flucht. Und wenn jetzt Krok da reinkommt und sein Saurus-Helm sieht es ganz schön schlecht aus für die Dunkelelfen. Das ist das Ende vom Lied. Vermutlich kommen noch ein paar von ihnen zurück. Aber diese zurückkommenden Dunkelelfen, wenn sie denn überhaupt zurückkommen, werden das Blatt hier nicht mehr wenden können. Saurus Hornnacken, voller Lebensenergie. Krokgar bei voller Lebensenergie. Bastilladon mit Kristall der Wiederbelebung immer noch bei guter Lebensenergie. Hier ist nichts mehr, was die Dunkelelfen retten kann. Vor allem nicht, wenn auf einmal Dinosaurier durch ihre Reihen springen. Mittlerweile sind die schwarzen Reiter da. Verursachen eine ganze Menge Schockschaden, da bin ich mir sicher. Aber, oh sorry, dass meine Kamera so rumspackt. Und sind tatsächlich in der Lage, eine ganze Menge der Saurus-Krieger zum Rückzug zu bewegen. Ich bin überrascht. Ich bin überrascht. Dieser Angriff in den Rücken hat sehr, sehr viel Schaden gemacht. Und die schwarze Garde von Nagaroth gibt nicht auf. Und es kommen tatsächlich noch Elite-Dunkelelfen wieder zurück. Illegale Dunkelelfen zwar, aber sie kommen zurück. Trotz allem, sobald die schwarze Garde aufgerieben ist, werden die Henker von Harganeth nicht mehr so viel machen können gegen die Monster. Durch die Kamera gelaufen. Ich muss sagen, ich würde da auch nicht mehr lange im Kampf bleiben, wenn ich Dunkelelf wäre in diesem Massaker. Autsch. Aber sie schlagen sich gut, diese Elite-Infanterie. Hexenkriegerin bei 75 Kills. Ziemlich beeindruckend. Eine ganze Menge davon waren wahrscheinlich Skinks. Und tatsächlich ist Krokgar ordentlich runtergezogen worden, was seine HP angeht. Ich bin überrascht. Da sollte das Bastilladon jetzt eingreifen und ihn heilen. Stattdessen wird gerade, der Saurus Hornnacken geheilt. Ich weiß gar nicht, ob das Bastilladon schon irgendwo aktiv geworden ist. Oh, der hat wehgetan, klar. Noxigor. Mutig, muss man schon sagen, die Jungs. Oh, er hat ihn gefällt, er hat den Croxigor gefällt. Beeindruckend. Fühlt er sich jetzt wahrscheinlich gut. Aber er fühlt es wahrscheinlich nicht sehr gut, wenn er gleich gegen den Saurus kämpfen muss. Mal sehen, gerade war er heldenhaft im Kampf. Aber sieht so aus, als ist er jetzt nicht mehr so heldenhaft. Und macht die Fliege, die ganze Armee macht die Fliege. Und das war das GG für Teddy. Damit steht es 2:1 für Teddy. Und erst eine Runde weiter im Viertelfinale. Diese Armee war leider illegal. Alle Matches zwischen Teddy und Muffy sind leider mit zu kleinen Armeegrößen, haben leider mit zu kleinen Armeegrößen stattgefunden. Ich muss zugeben, ich habe es nirgendwo in die Regeln geschrieben. Deswegen tut mir leid, das hätte ich machen sollen. Aber bitte die große Armeegröße nehmen. Das ist einfach die Größe, auf die Warhammer Total War gebalanced ist. Ansonsten hat es mich gewundert, dass diese Henker von Harganeth und die Schwarze Garde nochmal richtig gut zurückgekommen ist und den Echsenmenschen gut Probleme bereitet hat.
nochmal, wenn hier vier schwarze Garden von Nagarond dabei gewesen wären, anstatt vier Henker von Hagarneth, hätte es wahrscheinlich anders ausgesehen. Aber was dieser Armee auf jeden Fall gefehlt hat, waren Dunkeldornen, die in der Lage gewesen wären, die Monster zu beschießen und so richtig viel Schaden in kurzer Zeit zu machen. War jetzt hier nicht dabei und ich glaube, das war letzten Endes auch das der Untergang von Muffy. Auf jeden Fall trotzdem GG an beide Spieler. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Wir sehen uns in der nächsten Runde des Turnier der 1000. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.